Martin Luther 2.0. Botschaften mit Jesus Christus im Zentrum. Es geht also um die Autorität des Apostels, um die Botschaft des Apostels und um das Motiv. Die Autorität des Apostels, da geht es um die Quelle des Evangeliums. Also die ersten zwei Verse sind wichtig, damit wir, oder er zeigt auf, woher hat er das Evangelium? Woher kommt das Evangelium? Und darum redet er über seine Autorität. Woher kommt es? Hat er sich das Ganze selbst ausgedacht? Ist es eine Theologie? Ist es eine Schule? Ist es eine Überzeugung? Ist es eine Meinung? Oder ist es von Gott selbst? Ist es von Jesus? Und das hat dann große Auswirkungen. Ist es von Menschen oder ist es nicht von Menschen? Ist es von Gott oder ist es nicht von Gott? Dementsprechend hat es was mit der Wahrheit und mit der Glaubwürdigkeit und auch eben mit der Autorität, mit der Kraft zu tun. Und darum, die ersten zwei Verse zeigt er eben seine Autorität als Apostel. Für die muss er schwer kämpfen. Das zweite ist, die Botschaft des Apostels ist zugleich eben der Inhalt des Evangeliums. Nachdem er sozusagen die Quelle des Evangeliums angesprochen hat, redet er über den Inhalt des Evangeliums. Das sind die Verse 3 und 4. Und am Ende, wenn es darum geht, um das Motiv von dem Apostel, da geht es um das Ziel des Evangeliums. Warum macht er das Ganze? Also in diesen drei Dingen. Und ich glaube, dass der ganze Brief so aufgeteilt ist. Die ersten zwei Kapitel redet er über seine Autorität. In den nächsten zwei Kapiteln im Galaterbrief redet er über das Evangelium, über den Inhalt des Evangeliums. Und die letzten zwei Kapitel, da spricht er über die Auswirkung des Evangeliums. So in gewisser Weise bilden die ersten fünf Verse so komprimiert den ganzen Inhalt des ganzen Galaterbriefes. So möchte ich euch einiges aus diesen Versen zeigen. Ich weiß, ich werde einige schuldig bleiben, damit ich eben keine Stunde Bibelstunde mache, sondern 45 Minuten Bibelstunde. So. Bei uns funktioniert sowas. Wunderbar. Also, gucken wir uns den ersten Punkt an. Ich lese euch jetzt die fünf Verse und vielleicht entdeckt ihr schon. Also Autorität, Inhalt und das Motiv, okay? Und ich werde es so gut wie ich es kann vorlesen, das sind nur fünf Verse, und vielleicht habt ihr das schon selbst gleich mit mir entdeckt. Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und alle Brüder, die bei ihm sind, den Gemeinden von Galatien. Gnade euch und Friede von Gott und unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreise aus dieser gegenwärtigen bösen Welt. Nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also das sind die fünf Verse und vielleicht habt ihr schon gemerkt, Autorität, Inhalt und das Motiv von dem Apostel Paulus. Die ersten zwei Verse gucken wir uns miteinander an. Die Autorität, da geht es jetzt um die Quelle von dem allem, was Paulus lehrte und die Quelle des Evangeliums selbst. Der Apostel Paulus hat eine große Sorge gehabt. Eine große Sorge, warum? Weil sehr junge Gemeinde, und die Galater waren eine junge Gemeinde, sobald er eine Gemeinde gegründet hat oder die Gemeinden entstanden sind, sofort Angriffe, Verfolgungen von außen und von innen die Gemeinde bekämpft haben. Die Gemeinde hat von Anfang an Verfolgung in körperlichen Leiden, in finanziellen Leiden, in materiellen Leiden. Sie wurde verfolgt von Anfang an. Aber sie haben auch von Anfang an einen Kampf gehabt, der von innen war. Und dieser Kampf lag darin oder bestand darin, dass falsche Brüder oder dass sogenannten Christen sich unter die Gemeinde eingeschlichen haben. Sie haben davon geredet, dass sie Christen sind. Und sie haben bezeugt und gesagt, Jesus ist der Erlöser, Jesus ist gestorben. Und haben aber angefangen, falsche Lehren, ein falsches Evangelium. Sie haben versucht, wieder die Christen von der einen einzigen herrlichen Wahrheit abzuwenden und sie von ihrem Glauben wegzuführen, und damit sie Schiffbruch erleiden, damit sie eigentlich vom Evangelium abfallen. Dass ein äußerlicher Angriff gab, den kann man schnell identifizieren. Da wurden sie ins Gefängnis gebracht, sie wurden gefoltert, sie wurden umgebracht. Es ist offensichtlich, dass da eine Feindschaft da war. Aber der Kampf von innen, der ist nicht so offensichtlich und der ist eben nicht so einfach zu erkennen.
Und Paulus wusste ganz genau, welche Folgen es hat. Er wusste ganz genau, was dieser Kampf ist. Und so schreibt er, weil er alarmiert ist, weil er über den Zustand der Gemeinde in Galatien alarmiert ist. Und wenn ihr mit mir Kapitel 2, Vers 4 lest, dann werdet ihr merken, was hat ihn alarmiert? Was ist die Gefahr? Da heißt es, und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Das war der Grund. Falsche Brüder haben sich eingeschlichen. Es ist nicht offensichtlich. Sie kamen nicht rein und sagen, das ist alles Blödsinn, was ihr glaubt. Das kann ja gar nicht sein. Das mit dem Jesus passt nicht, mit eurem Glauben passt nicht, das Evangelium passt nicht. Wenn sie so gekommen wären, die wären geradewegs wieder rausbefördert worden. Das wäre sehr klar und sehr offensichtlich. Sie kamen nicht so, sie kamen heimlich. Sie kamen so und haben sich als Brüder, als Geschwister ausgegeben und haben beobachtet, die haben ganz genau geguckt, wo die Christen die Freiheit in Christus glaubten und lebten und haben das genommen und versucht an diesen Stellen sie wieder unter die Knechtschaft zu bringen. Unter die Knechtschaft. Welche Knechtschaft? Des Gesetzes. Das waren judaistische Irrlehrer. Sie gaben sich als Christen aus, waren aber eigentlich Juden. Jetzt Juden in dem Sinne, die leben nach dem Gesetz. Wisst ihr, warum Apostel Paulus hier so scharf reagiert? Weil er diese Pappenheimer zu gut kennt. Denn er war selbst einer von denen. Er war selbst einer, der von Anfang an die Gemeinde verfolgt hat. Und er kannte ihre Strategien, er kannte ihre Überlegungen, er wusste, was sie da tun. Und als er das gehört, was in Galatien passiert ist, der weiß, was da läuft. Und darum reagiert er so. Da reagiert er so stark. Warum? Weil hier das Evangelium auf dem Spiel steht. Weil hier die Rettung auf dem Spiel steht. Weil hier die gute Nachricht auf dem Spiel steht. Also er weiß, es sind falsche Brüder eingedrungen, die versuchen, die Gemeinde von Jesus Christus wegzubringen. Nur nebenbei, ich habe das mehrmals schon erlebt. Muss ich ehrlich sagen, ich bin schon in 1, 2, 3 Gemeinden Pastor gewesen und ich kann mich an eine Gemeinde erinnern, meine Gemeinde, wir haben wirklich Segen erlebt. Wirklich Segen erlebt und in den ersten Jahren haben wir uns überlegt, okay, müssen wir die Räume tauschen, wir müssen Stühle wieder zustellen. Unsere Stühle waren zu breit, also weil wir gemerkt haben, wir müssen mehr Stühle reinbekommen. Wir haben gemerkt, Menschen kamen. Und dann kamen welche in die Gemeinde und die sagten, Gott hat uns hergeführt. Erstmal freut man sich, gell? Man freut sich, wenn die Gemeinde wächst. Und das ist schön. Niemand will sagen, oh nein, schon wieder zu viele heute. Ja, hoffentlich kommen genug. Ja. So, man freut sich erstmal mal darüber. Und ich kann mich erinnern, es kam ein Ehepaar rein, sie setzen sich vorne links und während der Predigt habe ich schon gemerkt, das passt ihr nicht. Und dann war ich fertig, dann sind sie rausgegangen und ich bin durch den Flur gegangen und dann höre ich sie, wie sie mit Gemeindemitgliedern anfangen, über mich und meine Predigt zu murren und sagen, oh, viel zu lang und so viel Leere, nichts Praktisches da. Und dann kamen sie aber zu mir und wollten Mitglieder werden und sagen, Gott hat uns hergeführt. Ich kürze die ganze Geschichte ab, weil ich euch noch den Galaterbrief auslegen möchte. Der Punkt war der, es dauerte nicht lange und die Gemeinde stand vor einer Spaltung. Sie haben Unfrieden in die Gemeinde gebracht, Spaltung in die Gemeinde gebracht, haben sich Leute auf ihre Seite gebracht und haben angefangen, die Gemeinde zu zerstören. Und kamen aber, Gott hat uns hergesandt. Sie sagten nicht, Jesus ist nicht der Erlöser, sagten sie nicht. Aber die Motivation und die Auswirkungen, die Frucht war offensichtlich. Ich zeige euch das gleich hier anhand vom Galaterbrief. Und das ist, was da passiert. Im Wachstum, im Großwerden, in der Zunahme von Brüdern, da freut man sich über jeden Zugang, über jeden Mitarbeiter, über jeden Christusbekenner. Paulus aber merkt, was die Galater nicht merken. Er erkennt
die Galater nicht erkennen. Warum? Weil er etwas weiß und da kommen wir uns jetzt dazu. Was hat Paulus veranlasst zu so einem scharfen Brief? Was war der Grund, warum er, wie hat er sie entlarvt? Woran hat er die Gefahr oder wo hat er die Gefahr gesehen? Ich behaupte, in jedem Kapitel vom Galaterbrief spricht er über diese Gefahr. Und ich mache so einen kurzen Durchgang durch den Galaterbrief. Wir schaffen heute einmal den Galaterbrief komplett auszulegen. Ja, das geht. Das geht. Also, guck mal mit mir Galater 1, Vers 6. Was hat er gemerkt? Schaut mal, was brachte den Paulus, darf ich so sagen, so auf die Palme? Und in Vers 6 heißt, ich wundere mich. Er war sehr empört und sehr verwundert. Warum? Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. So wichtig, so beginnt er. Das ist der Start von seinem Brief. Ich bin übelst verwundert, ich bin schockiert, könnte man übersetzen. Ich bin schockiert, dass obwohl vor kurzem man euch noch Jesus so schön vor Augen gemalt hat, vor kurzem hat man euch noch die Gnade so groß gemacht, durch die Gnade, wie ihr wurdet ihr berufen. Und es hat nicht lange gedauert und ihr wendet euch ab. Und zwar zu was? Zu einem anderen Evangelium. Liebe Geschwister, das ist jetzt wichtig. Die List, die wir hier haben und das Problem, das wir haben, sie kamen nicht und haben gesagt, das ist alles Blödsinn mit dem Evangelium. Das Evangelium gibt es gar nicht. Die Erlösung gibt es gar nicht. Sie kamen und verkündigten ein anderes, ein Alternativevangelium. Sie hatten auch eine gute Nachricht, sie haben auch eine gute Botschaft, sie haben auch einen Christus. Aber der Punkt ist, es ist nicht das Gleiche, was die Apostel verkündigt haben. So, so wichtig, dass die Verwunderung von Paulus, ihnen wurde ein anderes Evangelium gepredigt. Ich kann diesen Punkt nicht überbetonen. Wisst ihr warum? Weil wir, darf ich jetzt so pauschal sagen, in einer Generation leben, wo man sagt, ja, wer bin ich, dass ich prüfe? Wer bin ich, dass ich sage? Ich muss doch erst mal den Balken aus meinem Auge ziehen und so weiter. Wir sind so demütig, dass wir nicht mehr wachsam sind. Und uns reicht schon, wenn jemand kommt und sagt, ich glaube an Jesus. Voll gut. Ich glaube an das Evangelium. Ich finde Gnade toll. Barmherzigkeit finde ich klasse. Rechtfertigung wunderbar. Das reicht uns. Da muss einer nur kommen und mit den Schlagbegriffen daher so und wir sagen, naja, unterschreib und komm zu uns. Das reicht uns. Der Punkt ist nicht, dass man sagt, ich glaube an Jesus. Die Frage ist, was glauben wir, wer Jesus ist? Der Punkt ist nicht, dass man sagt, ich glaube an das Evangelium. Die Frage, wie definierst du das Evangelium? Der Punkt ist nicht, ich glaube an die Gnade. Die Frage ist, was verstehst du unter der Gnade? Was verstehst du unter der Rechtfertigung? Was verstehst du unter Erlösung? Wir können alle die gleichen Lieder singen und alle etwas anderes darunter verstehen. Und das ist so wichtig. Und Paulus merkte, dass das, was sie Galater am Anfang geglaubt haben, dass sie sich von dem abwenden, nicht weg vom Evangelium, dass sie sagen, wir glauben an kein Evangelium, sondern sie glauben an ein Evangelium, das eigentlich gar keins ist. Es ist ein anderes Evangelium. An die Korinther übrigens, 2. Korinther, schreibt er, ihr glaubt einen anderen Christus. Es ist auch ein Christus. Die Frage ist es der Christus der Schrift? Ist es das Evangelium der Schrift? Und das ist, wo Paulus so große Sorgen hat. So große Sorgen, warum? Dass er ab Vers 8 Folgendes sagt. Nehmen wir mal an, wenn ich, Paulus, wieder zurück zu euch komme und euch etwas anderes predigen würde, was ich euch am Anfang gepredigt habe. Nehmen wir mal an, ein Engel würde jetzt kommen und etwas anderes euch predigen. Oder irgendeine andere. Er sei verflucht. Und er sagt es nicht nur einmal, er sagt es zweimal. Er sagt, wenn jemand das Evangelium verdreht, aus dem Evangelium etwas macht, was es nicht ist, er ist verflucht. Und jetzt meint er damit nicht ein Fluch wie die Heiden, ich verfluche dich, da bist du unter einem Bann. Sondern wisst ihr, was er damit meint? Dann ist er unter einem Fluch. Und wisst ihr, unter welchem Fluch? Unter dem Fluch des Gesetzes. Denn wer unter dem Gesetz ist,
ist unter einem Fluch. Warum? Er ist schuldig unter der Sünde und verflucht ist der, der am Kreuz hängt. Jesus hat auf uns den Fluch genommen, oder? Warum? Weil wir unter dem Gesetz uns blieben und damit unter der Todesstrafe, unter dem Gericht, unter dem Zorn Gottes. Man sagt, wer sich dem Evangelium entfernt, der stellt sich unter den Fluch. Sehr ernst. Es steht viel auf dem Spiel. Und das so beginnt Paulus den Brief zu schreiben, er ist verflucht. Schaut mal Kapitel 3, Vers 1, was er sagt. Er sagt, Kapitel 3, Vers 1, ihr unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Er fragt sich, wer hat ein Zauber über euch gemacht? Also in dem Sinne, wer hat euch verführt? Wer hat euch blind gemacht? Denen Jesus Christus vor Augen gemalt worden. Wer hat euch dieses Bild so verschleiert? Wer? Und dann stellt er eine Frage. Sagt, ich bring das mal alles auf einen Punkt. Ich stelle euch eine Frage. Sagt er, nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Erinnert euch, ihr Galater, wann habt ihr den Heiligen Geist bekommen? Wann seid ihr wiedergeboren worden? Wann seid ihr Kinder Gottes geworden? Als ihr euch so angestrengt habt und versucht habt, so fromm zu sein, als ihr so ihr fast alles gehalten habt und sagen könnt, von Jugend auf habe ich mich bemüht. Wann kam der Geist Gottes und hat euch neues Leben gegeben? War das aus Gesetzeswerken, aus dem Gesetz oder als ihr geglaubt habt? Und die Antwort ist klar. Und was haben wir geglaubt? Und was haben die Galater geglaubt? Dass sie selbst nichts dazu beitragen konnten. Dass kein Werk des Gesetzes sie jemals retten konnte. Das ist der Glaube, die absolute Unfähigkeit, aus eigener Kraft etwas zu tun, was Gott reichen würde und Gott sagt, okay, Wille, jetzt hast du es geschafft. Sondern, dass Jesus alles für mich getan hat. Und dann sagt er, seid ihr so unverständlich, nachdem ihr im Geist angefangen habt, das heißt aus Glauben, wollt ihr im Fleisch vollenden? Das ist der Punkt. Er sagt, nachdem ihr verstanden habt, dass aus Gnade, allein aus Glauben eure Rechtfertigung ist, lasst ihr euch so schnell verdrehen und so schnell euch davor wegbringen und ihr meint, dass ihr aber durch eure Werke das Ziel erreichen könnt. Ich möchte das Bild folgendes machen, zeigen. Die Irrlehre kam in die Gemeinde und sagt, nicht mit dem Erlösung, mit Jesus stimmt das gar nicht. Der Glaube an Jesus kann euch nicht retten. Das meinten sie. Sie sagten, ja, ja, Jesus Christus, der ist für uns gestorben. Oh, voll gut. Für unsere Sünden, jawohl. Wir müssen glauben, dann werden wir gerettet. Jawohl. Und alle haben sie angenommen. Und dann sagen sie, ja, aber diese Rettung kannst du nur kriegen, wenn du das Gesetz hältst. Versteht ihr, was ich meine? Du kannst diese Gnade, kannst du dir nur aneignen, wenn du bestimmte Dinge tust. Die Gnade ist da, Rechtfertigung ist da, aber du musst etwas tun, damit du diese Gnade bekommst. In dem Fall, was mussten sie tun? Sich beschneiden lassen. Wie kommt man da drauf? Das ist ja klar. Die sagen, ihr Galater, ihr seid halt so Heiden, gell? Also die Nationen. Woher kommt Jesus? Aus den Juden. Der Messias ist doch ein Jude, richtig. Lebt er nach dem Gesetz? Oh ja, stimmt. Wenn ihr das Erlösungswerk von Jesus haben wollt, dann müsst ihr auch Juden werden. Und wie wird man ein Jude? Beschneidung. Dann habt ihr Anteil am Volk Israel, dann habt ihr Anteil an Jesus und dann habt ihr Anteil an der Rettung. Ihr müsst doch was dazu tun. Versteht ihr? Die haben nicht gesagt, oh, Glaube reicht nicht. Er sagt, der Glaube an die Gnade bekommt ihr nur, wenn ihr etwas tut. Merkt ihr, wie listig das Ganze ist? Sie haben nicht alleine die Gnade Gottes in Frage gestellt. Sie haben nicht den Glauben in Frage gestellt. Sie haben nur zu dem Glauben an Jesus etwas dazu getan. Wisst ihr, wie ich das nenne? Jesus plus. Und wisst ihr, dass es heute gang und gäbe ist. Und deswegen, wenn ich höre, dass jemand sagt, ich glaube, Rechtfertigung allein aus Glauben, da ist für mich noch nicht viel gesagt. Denn ich komme aus einem Kontext. Meine Brüder nach dem Fleisch,
Ich bekenne euch, ich bin ein Russlandsdeutscher. Und ich bin einer von Kind auf in einer sehr strengen gesetzlichen Gemeinde aufgewachsen. Und ich behaupte, in den Gemeinden oder in der Gemeinde hat man nicht daran gezweifelt, dass Jesus der Erlöser ist. Man hat nicht gesagt, nee, Rechtfertigung aus Glauben ist Blödsinn. Man bekannt und bekennt es bis heute. Das ist keine Frage. Bibel ist Wort Gottes. Wisst ihr aber, was man sagt? Aber wenn du in den Gottesdienst diese Kleider anziehst, wirst du nicht gerettet. Aber wenn du Fernseher schaust, war es vorbei. Aber wenn du, und ich könnte jetzt eine Liste machen. Aus meinem Kontext könnte ich einige, und die sagen, oh, zum Glück sind wir da nicht. Aber wisst ihr, wie oft wir genau das tun? Indem wir sagen, ja, Jesus ist für mich gestorben, aber reicht es noch? Komme ich wirklich an? Oh, habe stille Zeit nicht gemacht. Oh, heute habe ich gesündigt. Oh, ich muss aber immer regelmäßig das und das tun. Und wir merken nicht, wie allein die Gnade, die reicht uns nicht. Und wir machen zu unserer Gnade noch Gesetze. Und denken, irgendwann mal habe ich doch genug getan, dass ich auch sicher kann, wenn Jesus kommt, bin ich dabei. Und wir merken nicht, dass wir genau das tun. Wir tun zu der Gnade bringen wir unsere Werke und hoffen, dass wir durch unsere Werke die Gnade bekommen. Ich will jetzt etwas sagen, sehr vorsichtig und sehr kurz. Es gibt eine der größten Kirchen dieser Welt. Und sie leugnen nicht Jesus den Christus. Sie leugnen nicht, dass Jesus gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er Sohn Gottes ist. Leugnen sie nicht. Sie leugnen nicht, dass er die Erlösung dadurch vollbracht hat. Leugnen sie nicht. Und sie leugnen nicht, dass man aus Glauben an ihn gerechtfertigt wird. Leugnen sie nicht. Sie sagen aber, diese Gnade kriegst du nur, wenn du zu Maria betest. Diese Gnade bekommst du nur, wenn du den Rosenkranz betest. Diese Gnade bekommst du nur, wenn du dir einen Ablassbrief kaufst. Diese Gnade bekommst du nur, wenn du gute Werke tust. Du kannst diese Gnade durch deine Werke bekommen und du musst viele gute Werke tun, damit du in der Gnade bleibst und hoffentlich, wenn du stirbst, genug gute Werke da waren. Und dann musst du halt nochmal durch Fegefeuer und dann hoffentlich kannst du gerettet werden. Ich nehme es, es ist so, ich glaube das. Aber der Punkt ist, ich will gar nicht so darüber schimpfen, das finde ich überall. Ich will euch nur nicht zeigen, nicht jeder, der sagt, Herr, Herr, nicht jeder, der sagt, Jesus Christus, nicht jeder, der sagt, Jesus ist am Kreuz gestorben, meint genau das, was das Evangelium sagt. Wenn man zu diesem Werk Jesu, selbst wenn man es nicht leugnet, etwas dazu tut, dass der Mensch etwas dazu tun muss, dann hat man ein anderes Evangelium. Und wisst ihr, was Paulus dann sagt? Dann ist man verflucht. Und wer ein anderes lehrt, ist verflucht. So ernst. Es ist so fein, es ist so scharf, es ist nicht offensichtlich. Es ist nicht offensichtlich. Und darum braucht es Wachsamkeit, dass wir prüfen, was die Schrift wirklich über das Evangelium sagt. Er hat große Sorgen. Schaut mal in Kapitel 4. Wir sind schon bei Kapitel 4 im Galaterbrief. In Kapitel 4, Vers 11, guckt mal, was er sagt. Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Als er das hört, sagt er, wenn ihr euch so schnell davon abwendet und denkt, ihr könnt etwas aus eigener Kraft zu eurer Errettung beitragen und nicht prüfen könnt, ich habe Sorge, ob ihr es überhaupt verstanden habt. Apostel Paulus sagt, ich weiß nicht, vielleicht seid ihr noch nicht wirklich zu der Wahrheit durchgedrungen, vielleicht seid ihr noch gar keine Kinder Gottes. Das ist eine Sorge. Und dann sagt er, ich glaube, ich muss wieder aufs neue Geburtswehen mit euch durchmachen, bis Christus euch Gestalt gewinnt, bis ihr von Neuem geboren werdet. Vielleicht seid ihr es noch gar nicht. Das ist seine große Befürchtung. Nur weil man Dinge bekennt, ihr könnt mich nachher mir sagen, ob das für euch zu hart war oder nicht. Ich weiß nicht, als Bibelschüler war ein Riesenjubel durch die Konfessionen hindurch. Der Papst hat ein Buch geschrieben, Jesus von Nazareth. War der Klassiker, ein Renner.
Warum? Er hat mit diesem Buch den liberalen Theologen eins ausgewischt. Es ging darum, durch die Historizität zu beweisen, Jesus war wirklich auf der Erde. Jesus war Mensch. Und das hat er dann, die Arbeit. Und egal ob Katholik oder evangelisch, evangelikal, freikirchlich, alle jubelten. Wow, der hat es ihnen den Liberalen gezeigt. Und ich weiß noch, da wurde bei uns an der Bibelschule das hochgepriesen, wir sollten in die Bibliothek ausgestellt. Und ich dachte, wie geht das? Nur weil man meint, dass jemand glaubt, dass Jesus wirklich gelebt hat, ist das schon, das ist schon das Evangelium? Ich möchte euch etwas kurz zeigen. Johannes, im ersten Johannesbrief sagt Folgendes. Wenn jemand nicht bekennt, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, er ist der, wer weiß das, was er da sagt, etwas Schlimmes. Er ist der Antichrist. Er ist gegen Christus. Er stellt sich an die Stelle von Christus. Wenn jemand behauptet, Jesus ist nicht im Fleisch gekommen, der ist kein Kind Gottes. Lass uns mal das so sagen. Aber dann denkst du, aber guck mal, da hat doch der Papst bewiesen, Jesus ist im Fleisch gekommen. Als ob Johannes meint, dass das reicht. Wisst ihr, was bedeutet im Fleisch gekommen? Die Bibel sagt, Jesus hat deine und meine Gestalt des Fleisches, der Schwachheit und der Sünde angenommen. Gott wurde Mensch. Er hat die sündhafte, sterbliche, schwache Natur angenommen und lebte in diesem Fleisch ohne Sünde. Und dadurch hat er das Fleisch überwunden. Könnt ihr mir folgen? Wenn nicht, dann müssen wir evangelisieren. Der Punkt ist, der Sieg Jesu über die Sünde war, dass er die Gestalt der Sünde annahm und in dieser Gestalt nicht gesündigt hat. Das ist, was er wurde Fleisch, um das Fleisch zu überwinden. Wisst ihr, was die katholische Kirche lehrt? Dass Jesus nicht die sündige Gestalt angenommen hat. Warum? Weil vorher die Maria auf unbefleckte Art und Weise zur Welt kam und sündlos war. Die Gottesgebärerin. Und dann kam Jesus zur Welt. Und wisst ihr, was Jesus war? Sündlos wegen der Maria. Er hatte nicht das sündhafte Fleisch angenommen. Das ist die Rechtverständnis von diesem Mann, der sagt, Jesus ist in Fleisch gekommen. Dadurch aber hat Jesus in dieser Theologie nicht das Fleisch überwunden. Wie kann dann unsere Rechtfertigung aber stattgefunden haben? Könnt ihr mir nur ein bisschen folgen? Ich will hier nicht zu theologisch. Mir geht es auch jetzt nicht gegen die katholische Kirche nur zu schießen. Ich habe den Eindruck, es kann so falsch rüberkommen. Ich sage, dass meine russlandsdeutsche Freunde sich der gleiche Sünde schuldig machen. Man schmeißt mit Begriffen rum, mit biblischen Begriffen. Und man muss genau fragen, ja, was meinen Sie damit? Und man merkt nicht, dass da eigentlich ein Evangelium verkündigt. Aber es ist eigentlich gar kein Evangelium. Es sind die gleichen Begriffe, die gleichen Namen, die gleichen Lieder. Aber jeder meint doch etwas anderes dahinter. Und nicht unbedingt das, was da steht. Und das ist der Kampf des Apostel Paulus. Der Kampf um das wahre Evangelium. Albrecht, ich habe den Blick gesehen. Ich habe es wahrgenommen. Wann haben wir gestartet? Sag mir, wie lange noch? Ja? Wenn wir machen so ganz, zack, 5 Minuten mache ich mir so und dann weiß ich, ich muss auf die Zielgerade. Okay. Wir sind noch nicht ganz durch den Brief, weil wir haben Kapitel 4 geschafft. Jetzt gucken wir Kapitel 5. Was ist eine große Angst? Kapitel 5, Vers 1. Für die Freiheit hat Christus euch frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Sagt, das ist das. Lasst euch doch nicht wieder unter die Knechtschaft bringen. Was meint er? Lasst euch nicht wieder durch Lehren und Lehrer, durch falsche Brüder dazu bringen, die euch sagen, also wenn du das nicht tust, dann kannst du nicht gerettet werden. Wenn du das tust, dann bist du sowieso verloren. Wie viele Christen kenne ich und muss sie begleiten, die, obwohl Jesus lieben, vom ganzen Herzen und ihre Hoffnung auf ihn werfen, keine Heilsgewissheit haben und Angst haben, ob sie gerettet werden oder nicht, weil man ihnen gesagt hat, aber weil du das tust, das weiß ich nicht, ob das reicht. Wie viele? Weil man zu dem Evangelium
durch die Traditionen, Gesetze hineintut, Gemeindeordnung hinein, die eigentlich letztendlich aber über dem Evangelium stehen und die sagen, das Evangelium kriegst du nur, wenn du bei uns Mitglied wirst. Das Evangelium kriegst du nur, wenn du zu unserer Denomination gehörst. Das Evangelium kriegst du nur, wenn unsere Apostel dir die Hände auflegen. Das Evangelium bekommst du nur, wenn du so und so lebst. Dann ist das Evangelium kein Evangelium mehr. Denn das Evangelium ist was? Allein aus Gnade. Und Gnade ist, bedeutet was? Das weiß doch jedes Kind. Unverdientes Geschenk. Kriege ich einfach so geschenkt, obwohl ich nichts dazu beigetragen habe, okay? Und dann sagt Paulus, wie lasst ihr euch diese Freiheit, diese herrliche Wahrheit, so schnell euch dazu bringen, dass man und euch einreden, ihr müsst doch etwas tun. Dann sagt er Folgendes. Vers 2. Ich sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Er sagt, Jesus bringt euch nichts, wenn ihr euch beschneiden lasst. Und jetzt sagt er, warum? Die denken, hey, ist doch nur eine Beschneidung, gell? Hey, was soll's? So eine Kleinigkeit, lass es doch machen. Ist doch nicht schlimm. Ich habe doch meinen Jesus. Er sagt, ich bezeuge euch aber noch einmal, jedem Menschen, das heißt dir und mir auch, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Das heißt, wenn du meinst, du musst nur eine Kleinigkeit tun, dann bist du schuldig, Komplettes zu tun. Du kannst nicht sagen, ja, das ist Gnade, bisschen muss ich was dazu tun und dann denkst, das passt. Ich will es so euch noch runterbrechen. Das ist mein Kampf. Mein Kampf an der Bibelschule mit Theologen, mit Pastoren, mit Lehrern. Ja, Evangelium, wunderbar. Allein aus Gnade, ja, vielen Dank. Aber, oder andersrum, gilt das Gesetz oder gilt das Gesetz nicht? Und jetzt wird es schwierig. Ja, schon irgendwie. Wie, ganz ohne Gesetz? Ja klar, Sabbat gilt uns nicht. Gell? So, die ganzen rituelle Gesetze natürlich auch nicht. Aber so die anderen 10, in dem Fall schon 9 Gebote. Die müssen wir schon machen. Gell? Und ich sage, entweder oder. Entweder Christus, entweder Gnade oder das Gesetz. Du kannst nicht sagen, ein Teil vom Gesetz gilt mir noch und der andere Teil gilt mir nicht. Paulus sagt, wenn, dann komplett. Und jetzt kommt's, die große Sorge, ja, aber dann haben wir ja kein Gesetz, gell? Da kann ja jeder machen, was er will. Ja, wo ist dann wo ist der Maßstab? Und jetzt, wisst ihr, was jetzt kommt? Paulus dann sagt, ja, Freunde, aus Glauben. Und zwar, wir stehen unter einer neuen Gesetzmäßigkeit. Und zwar, des Gesetzes des Geistes. Und jetzt mal eine Frage an dich. Glaubst du, dass ein Kind Gottes den Geist empfangen hat, als er gläubig geworden ist? Das hat ja Paulus die Galater gefragt. Glaubst du, dass dieser Geist dich leiten wird? Denn die durch den Geist Gottes geleitet sind, sind Kinder Gottes. Glaubst du, dass er dich vor Sünde bewahren kann? Glaubst du, dass er dir zeigen, was richtig und was falsch ist? Glaubst du, dass er dir helfen kann? Glaubst du, dass er dir dich so formen wird, dass du in das Bild Christi verwandelt wirst und nach dem Willen Gottes lebst? Glaubst du, der Geist Gottes wird dich in die Sünde treiben? Aber wisst ihr, was die Schwierigkeit ist? Man muss jeden Tag aufs Neue glauben, das einleitet. Und wisst ihr, das ist ein bisschen schwer. Es ist viel einfacher, morgens aufzustehen und sagen, okay, welche 10 Punkte muss ich erledigen? Viel einfacher, als morgens aufzustehen und sagen, Jesus, ich lebe jetzt in deiner Abhängigkeit, leite du mich. Und dann zu vertrauen, dass er alles in allem für mich ist. Das ist weit schwieriger. Willi, so mit dem Glauben, gib mir einfach ein paar Punkte, die ich praktisch bitte. Mach's praktisch. Was muss ich morgen tun? Kein WhatsApp mehr die ganze Zeit. Ah, okay, nicht im Internet surfen die ganze Zeit. Du sollst nicht surfen. Das 11. Gebot. Wir leben in einem neuen Bund und dieser neue Bund ist die Gesetzmäßigkeit des Geistes und nicht mehr des Buchstabens. Und was machen wir? Darf ich euch ehrlich sagen, da brauchen wir nicht auf die Katholiken schimpfen. Wir haben die Gnade und dann finden wir Wege, wie wir das Gesetz wieder an die Seite stellen.
weil wir Angst haben, dass allein aus Glauben nicht reicht. Da wird unsere Jugend ja sehr böse. Da machen ja Dinge, wenn wir nicht sagen, du sollst aber nicht. Dann machen sie ganz schlimme Dinge. Brauchen eine Peitsche. Und wir merken nicht, wie wir zu Christus ein Plus dazu tun. Paulus hat große Sorgen. Und dann sagt er, Vers 4, ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigen werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Ist das ernst? Das heißt, entweder mit aller Konsequenz die Hoffnung allein auf Christus setzen, dass er alles vollbracht hat, dass er für mich das ganze Gesetz gehalten hat und dass er meine Schuld ans Kreuz getragen hat und dass er für mich gelebt hat ohne Sünde und dass alles, das mir geschenkt wird, und im Glauben ich das alles bekomme. Oder ich glaube, ich muss etwas dazu tun. So, entweder oder. Wo stehst du? Was glaubst du? Davon hängt es ab, ob du unter der Gnade bist oder unter dem Gesetz bist. Wisst ihr, wie die falschen Lehrer die Gemeinde Jesus dazu gebracht haben, diesen Stuss zu glauben? Wir sind Kapitel 6 und sind fast durch. Kapitel 6. Vers 11. Seht, mit welchen großen Buchstaben ich euch mit eigener Hand geschrieben habe. So viele im Fleisch gut angesehen sein wollen, die nötigen euch, beschnitten zu werden, nur damit nicht um des Kreuzes willen verfolgt werden. Er sagt Folgendes. Wisst ihr, was sie dann tun? Die sagen, an Jesus könnt ihr gerne glauben, kein Problem. An die Gnade, jawohl, Rechtfertigung. Aber wenn ihr nicht unter dem Gesetz lebt und euch beschneiden lasst, dann gibt es Verfolgung. Und ihr sagt, guck mal, beschneidet euch doch einfach, lasst euch doch beschneiden und dann habt ihr die Juden vom Hals. Dann wird doch euch niemand an euch ärgern. Ihr könnt euren Jesus behalten. Ihr müsst euch nur beschneiden lassen. So eine Woche ein bisschen Schmerzen, dann ist es vorbei. Und dann denkt man, oh stimmt, da kann ich es mir echt leicht machen, gell? Ich heimlich glaube ich ans Evangelium, damit ich aber keinen Stress habe, damit ich kein Leiden, keine Verfolgung, mache ich das einfach so, nach außen werde ich halt ein Jude. Und das ist nicht schlecht, oder? Das ist ganz gerissen. Und auf einmal sagt man, oh, Leiden fürs Evangelium, nee. Man kann es doch auch einfacher haben. Man kann sich doch einfach anpassen. Man kann einfach doch mitschwimmen. Ist doch egal. Und Paulus sagt, wenn du das tust, dann seid ihr ihm klar, dann verlierst du Christus. Entweder oder. Entweder Gesetz oder Gnade. Keine halben Sachen. Keine hier Vermischung. Keine hier Kompromisse. Entweder oder. Das ist das Anliegen von Paulus. Das ist ein Kampf. Jetzt können wir die Verse uns anschauen. Die 5 Verse. Ich fasse es zusammen, was jetzt kommt. Wisst ihr, wie der Apostel oder wie die Irrlehrer, was notwendig war, was sie gemacht haben, damit sie so eine falsche Lehre in die Gemeinde bringen konnten? Und das tun sie bis heute. Ich mache das kurz. Der Grund ist, bevor sie das Evangelium verdrehen konnten, mussten sie den Botschafter verdrehen. Bevor sie das Evangelium umkehren könnten, mussten sie den Apostel diskreditieren. Sie konnten nicht kommen und sagen, das stimmt alles gar nicht. Sie sagen, doch, Apostel Paulus hat es gelehrt. Dann haben sie gesagt, ist das wirklich ein Apostel? War er bei Jesus dabei, als er gelebt hat? Hat er seine Wunder gesehen? Ist er mit ihm gelaufen? Ist er der Zeuge seines Sterbens, seiner Auferstehung gewesen? Oh, stimmt, das kann ja gar kein Apostel sein. Ja, wenn Paulus aber nicht wirklich ein Apostel ist, wieso glaubt ihr, was er sagt? Versteht ihr, was ich meine? So beginnt's. Und wenn Paulus so beginnt hier und sagt, Apostel Jesu Christi, dann sagt er nicht, hey, ihr müsst an mich glauben und meiner Autorität und ich bin der Apostel, hört auf mich. Das ist nicht sein Kampf um sein Ego. Er sagt, wenn ihr nicht begreift, ich bin von Jesus berufen worden, darum Kapitel 2 übrigens im Galaterbrief, ein ganzes Kapitel, wo er sagt, wisst ihr, wie ich das Evangelium bekommen habe? Nicht durch einen Menschen und nicht von Menschen. Keiner hat mich eingesetzt, ich habe mich nicht selbst eingesetzt,
sondern durch Jesus Christus, den Auferstandenen. Er ist auferstanden, er ist mir erschienen, er hat mich berufen. Warum kämpft er so darum? Weil er sagt, wenn sie Paulus in Frage stellen, werden sie das Evangelium in Frage stellen. Wenn sie das Evangelium in Frage stellen, wisst ihr, was die verlieren? Ihre Rettung. Paulus hat weniger Sorge um sich selbst, er hat mehr Sorge um die Gemeinde, weil sie aus der Gnade fällt, wenn sie nicht glaubt, dass der Paulus die Botschaft von Jesus hat. Kennt ihr diese Formulierungen, zum Beispiel das Abendmahl, die Einsetzung 1. Korinther 11? Wie beginnt der Text? Was ich vom Herrn empfangen habe, das habe ich euch gegeben. Nämlich, dass der Herr in der Nacht, als er verraten war und so weiter. Richtig? Wie oft hören wir diese? Und diese Formulierung finden wir ziemlich oft in den Briefen von Paulus. Was ich vom Herrn empfangen habe, war Paulus dabei im Obergemach? War er dabei beim Abendmahl? Woher wusste das ganz genau? Im Galater Kapitel 2 wird er sagen, ich habe mich weder mit Petrus beraten, noch mit anderen Aposteln. Woher wusste ganz genau, was im Obermacht geschah? Wer hat es ihm gesagt? Jesus. Das wäre jetzt 2. Korinther, Galater, durch Offenbarung. Er war im Himmel. Krass, oder? Wusstet ihr, dass Paulus bei Jesus war? Dass er alles von Jesus bekam? Seine Autorität ist nicht von Menschen. Jesus hat ihm das alles gesagt. Was ich vom Herrn empfangen habe, das gebe ich euch weiter. Nicht meine Theologie, nicht meine Überzeugung, das hat Jesus gesagt. Und wenn ihr das verwirft, was ich sage, verwirft ihr Jesus. Und somit verwirft ihr das Evangelium. Und dann packt er dieses Evangelium in einen Segen. Und ich mache das wirklich kurz. Und er sagt, Gnade euch und Friede von Gott. Ein Segen, den wir überlesen. Aber wisst ihr, was er sagt? Gnade und Friede, er haut zwei Eckpfeiler des Evangeliums. Gnade ist der Weg und Friede ist das Ziel. Um welchen Frieden geht es hier? Frieden mit Gott. Und wisst ihr, wie man Frieden mit Gott bekommt? Allein aus Gnade. Er sagt, da beginnt's. Gnade in Jesus. Wenn wir wissen, es ist uns geschenkt, es liegt gar nicht mehr an uns. Ich muss nichts dazu beitragen. Wisst ihr, wann wir Frieden ins Herz bekommen? Wenn wir das glauben. Wenn ich immer noch denke, aber irgendwas muss ich doch tun. Glaubt ihr, da werde ich Frieden im Herzen haben? Ich werde niemals an den Punkt kommen, wo ich weiß, es ist vollbracht. Weil ich weiß, ich versag. Friede mit Gott kommt nur, wenn wir an der Gnade festhalten. Und die Gnade sagt, nichts aus euch. Und darum schreibt er und sagt er, der sich selbst für euch und für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreise aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes. Merkt ihr, dass wir dann keinen Platz da drin haben? Er selbst für uns nach dem Willen Gottes. Da ist nichts von dir drin. Das ist alles, was er tut. Gnade und Friede ist das Werk Jesu in dem Willen des Vaters. Nichts. Dazu kannst du nichts beitragen. Entweder kriegst du es geschenkt oder nicht. Und dann sagt er das Ziel, um was es geht. Und ich schließe damit. Er sagt, ihm die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist das Ziel des Evangeliums. Und das ist das Motiv. Ich will das so runterbrechen. Liebe Freunde, selbst, nehmen wir mal an, theoretisch, was aber nicht möglich ist, nehmen wir mal an, es wäre möglich, durch eigene Werke vor Gott gerechtfertigt zu werden. Nehmen wir mal an, Gott würde diesen Weg nie wählen und auch nie erlauben. Und ich sage euch aus einem Grund. Allein das. Denn wenn ich etwas dazu beitragen könnte, und nehmen wir mal an, nur 1%, dann habe ich 1% Anspruch auf was? Auf Ehre. Aber was sagt die Schrift? Allein aus Gnade, aus Glauben, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Richtig? Warum? Warum wählt Gott diesen Weg? Damit in allem er verherrlicht wird. Wenn ich aber zu der Gnade eine Beschneidung dazu tue oder das Halten des Sabbats oder irgendetwas, wisst ihr, was ich dann mache? Dann sage ich, Jesus, vielen Dank, du hast schon sehr viel getan, aber auch etwas musste ich dazu selbst tun, gell? Bisschen habe ich doch geholfen. Oh ja, Willi. Stimmt, bisschen Ehre krieg. Dann ist Gnade nicht mehr Gnade. Und die Ehre ist nicht mehr die Ehre Gottes.
Ich weiß, dass niemand aus eigenen Werken gerechtfertigen will. Es geht gar nicht, es funktioniert nicht. Nehmen wir mal an, aber es könnte. Gott würde selbst dann diesen Weg nicht wählen, weil dann ihm nicht alle Ehre zukommen würde. Aber jetzt kommt noch die Tatsache, er kann ja nicht mal alles. Es gibt nur einen, der Mensch wurde und in allem wirklich durchs Werk gerechtfertigt wurde. Wer ist das? Und wisst ihr, wer darum die Ehre kriegt? Christus. Und ihm Ehre allein. Das Ziel des ganzen Erlösungswerks und das Ziel des Evangeliums allein aus Gnade hat, das Hauptziel ist nicht, dich vor der Hölle zu retten. Das ist ein netter Nebeneffekt. Das Ziel ist, dass Gott verherrlicht wird, seine Gnade wird groß gemacht. Er hat den Unfähigsten der Sünde willig geschafft, in den Himmel zu bringen. Oh, ich bete ihn an. Das ist das Ziel. Gott wird verherrlicht. Aber wenn wir anfangen, etwas dazu zu tun und fordern, dann berauben wir Gott der Herrlichkeit. Und glaubt mir, ich würde niemand raten, das zu tun. Die ersten 5 Verse, die Quelle, Inhalt und das Motiv, das sind die Einleitung zum ganzen Galaterbrief. Und jetzt viel Spaß beim Lesen, Studieren, entdeckt das. Es ist herrlich, es ist voll von der Gnade und des herrlichen Evangeliums von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich will beten. Ihr seid lang gesessen. Stehen wir auf? Ich danke euch. Nicht nur im Geiste, sondern wirklich, wir stehen vor dir, von deinem Thron und beten dich an. Ich bete dich an. Vater, unseren Herrn Jesus Christus. Jesus Christus, du der Sieger, das Lamm Gottes auf dem Thron. Dir gebührt die Ehre in Ewigkeit. Warum? Weil du alles vollbracht hast. Weil du alles vollbracht hast. Und du schenkst es uns allein aus Glauben. Und selbst das ist deine Gabe an uns. Herr, dir allein gebührt die Ehre. Ich danke dir für diesen Brief, der uns da hineinnimmt und uns auch aufmerksam, auch heute macht, dass wir prüfen, die Geister prüfen, die Lehre prüfen, den Glauben prüfen und selbst uns prüfen, ob wir noch im Glauben sind. Warum? Damit Friede in unser Herz strömt. Also bitte ich dich, Herr, dass du die Worte, die fehlerhaft und begrenzt und menschlich sind, dass du sie segnest und dass du sie in unseren Herzen zum Evangelium machst, dass es Frieden in unsere Herzen bringt, weil wir glauben, dass du alles vollbracht hast. Ich danke dir für diese herrliche Nachricht. Ich danke dir wirklich für diese gute Botschaft in Jesus Christus. Amen.